Moin Moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Treasure Cruise. Schon mal vorne hinweg vor dem ganzen Video und alles habe ich was anzusagen. Und zwar kommt heute hier ein Pirona Guide für die globale Version. Definitiv ein sehr, sehr wichtiges Video. Da werde ich, also da mache ich euch auch nochmal klar, wie wichtig wirklich die Pirona für die meisten Sachen ist. Pirona ist halt wirklich eine der besten Extra-Insel-Charaktere für Defense-Sachen. Die ist sogar besser als Alvida. Also wirklich, ne, das ist wirklich ein wichtiges Video. Also wenn ihr nur ein Video heute anguckt, also mit diesen, dann würde das wirklich das Pirona-Guide sein. Dann sollte das wirklich das Pirona-Guide sein. So, was ich schon vorher sagen wollte, iOS 9 tritt, also macht Probleme bei, für alle, die das iPhone benutzen. Ja, ist ein bisschen doof, aber was kann man dagegen machen? Die Entwickler, die sind da bestimmt schon am rumtüfteln, wie die das am besten entfernt bekommen. Und wir wissen ja, wie kompetent die sind bei der globalen Version. Könnte also noch ein bisschen dauern. So, wie gesagt, zu 2.3 noch keine weiteren Informationen. Mitte September, wie gesagt, ich denke schon eher so an dem Pirona-Release und da so um den Dreh. Wie gesagt, Pirona extra Video, wichtiges Video angucken. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht einfach in der Folge erklären, das dauert echt seine Zeit. So. Fansliste, wie gesagt, falls ihr mich geaddet habt zu den Freunden, immer den Namen reinschreiben, damit ich weiß, wer aktuell die Videos guckt, wer den Daumen hoch gibt und so. Also wen ich da annehme und wer die Videos auch aktiv guckt und so. Also das ist wichtig. So, was, ich habe mir jetzt so gedacht, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt noch? Wie gesagt, Pirona ist in den nächsten Tagen angesagt, wir haben noch nichts Neues. Along wäre noch nicht mal so schlecht, ne? Habe ich mir so gedacht, machen wir nochmal Along. Und da habe ich mir so gedacht, klar, warum machen wir nicht einfach die 30er Elite-Version? Wir müssen gucken, wie weit wir hier kommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich denke aber, die sollten wir eigentlich mit relativ leicht schaffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Immer Salat schmeckt gut. Kann man jetzt nicht wirklich abstreiten, aber naja. Auch da hat natürlich jeder seinen eigenen Geschmack. So, wir machen jetzt das Ironischste überhaupt und kämpfen mit Along gegen Along. Ist das nicht genial? Ja, auf jeden Fall genial. So, ich war noch am Überlegen, ob ich einen Livestream dazu mache, zu dem Pirona-Fest. Das Ding ist aber, ich werde den Tag nicht da sein. Ja, Termino und sowas. Und deshalb kann ich an dem Tag leider keinen Livestream machen. Wäre natürlich relativ genial. Aber dann wird das einfach den Samstag passieren. Also, wie immer, dann einfach den Samstag-Livestream. Oder wenn 2.3 rauskommt. Ich weiß ja nicht, wann es rauskommt. Das ist es ja. So, ich werde halt zwischendurch doch immer noch versuchen, das Stamina wegzuspielen, weil es halt wirklich wichtig ist. Und guck mal, irgendeine Nachricht von YouTube. Hoffentlich ein nettes Kommentar von euch. Ja, denn ich werde immer benachrichtigt, wenn eine neue Nachricht reinkommt, damit ihr auch so schnell wie möglich auf eure Kommentare antworten kann. Ja, Along, wie ich das wahrscheinlich schon ein paar Mal öfter gesagt habe oder wie die meisten schon wissen, ist halt wirklich einer der besten Slasher-Charaktere. Allein von der vom Angriffswert her ist das wirklich fast nicht zu überbieten. Und ja, mehr kann man auch wirklich nicht zu sagen. Der hat gute AP, gute Angriffskraft. Halt mit einer der besten Slasher für Stärke. Whitebeard jetzt mal ausgeschlossen. Ne? Also, ne? Ich meine jetzt für Stärke, ne? Also Whitebeard mal für Stärke ausgeschlossen. Und ich habe mir so gedacht, sein Special ist jetzt nicht so nützlich, deshalb werde ich jetzt nicht sein Special auf Max bringen wollen. Deshalb denke ich mir, mache ich jetzt einfach mal so eine Runde vom ganz normalen Along und guck mir das mal so an, die 40er Version und was
oder wo Probleme aufkommen könnten für niedrigere Level. Und ich sehe schon, der hier hat ein bisschen viel Leben, aber ich denke, mit einer Attacke kommen die meisten Leute hier wahrscheinlich weg. Selbst in den niedrigeren Bereichen sollte das kein Problem sein. Ich spiele gerade sogar das Defense-Slasher-Team, was ich habe, mit Alvida und Golden Pound. Also normalerweise hätte man auch Alvida noch durch einen blauen Damage-Dealer ersetzen können. Das wäre dann gar kein Problem gewesen. Dann würde man das hier auch viel schneller machen. Aber wenn es halt wirklich nur um das normale Überleben geht, dann immer natürlich eine Defense-Einheit reinpacken. Defense ist halt immer entweder Golden Pound oder Alvida. Oder wenn sie rauskommt, Perona. Aber auch die Großen hier sollten eigentlich kein sehr, sehr großes Problem sein. Sollte man auch sehr gut durchkommen. Auch auf den, mit den kleineren Accounts. Nehmen wir jetzt die mal. Ich mag ja immer. Da sehen wir an so ein Slasher-Team, weil man sagt ja meistens, man hat ja nur die Free-to-Play-Charaktere. Und Arlong ist natürlich ein sehr, sehr guter Free-to-Play-Charakter. Und ich würde sagen, wenn ich ein Free-to-Play-Team nehmen würde, also ohne. Jetzt sage ich mal erstmal ganz raus, ohne Raid-Bosse, ohne irgendwas, hätte ich wirklich gesagt, dann packt da Rob Lucky rein, also Lucky oben, dann Arlong habt ihr ja noch nicht, aber wenn ihr das machen würdet, und den Lissop, weil Lissop habt ihr ja schon von Anfang an, also den kriegt ihr ja bei den Inseln machen. So, wen könnte ich dann euch noch anbieten? Ich weiß es nicht, mal jetzt auf jeden Fall erstmal weiter, während ich nachdenke. Ich würde jetzt anbieten vielleicht, ich weiß nicht, eine guten Slasher. Ja, also normalerweise könntet ihr dann auch, wenn ihr so das Team zusammen habt, wie gesagt, ein Rob Lucky als Kapitän, dann mit so einem Quick-Team und dann halt vielleicht ein paar Quick-Charaktere, also alle, die ihr so zusammensammeln könnt, zum Beispiel packt ihr dann noch so eine Krabbe rein. Für die niedrigeren Stufen, dann farmt ihr erstmal Arlong auf die niedrigeren Stufen und falls ihr den dann habt, dann kommt ihr mit Arlong als Captain rein, da er ja schon den Slasher Boost gibt, kommt ihr mit Arlong hier als Captain rein und habt ihr den Boost drinne und dann packt ihr einfach ein paar Slasher mit Quick-Typ rein und dann solltet ihr eigentlich auch schon relativ gut bedient sein und dann die oberen Abteile zu schaffen, aber ganz zum Farm hätte ich auch nie gesagt, macht die 30er Edition, denn die 30er sind immer so, ja, für die Skillbooks und sowas zum Farm. Wenn da die guten Skillbooks sind, dann hätte ich wirklich gesagt, macht eher die 30er Version, aber wenn da nichts Gutes bei ist, dann könnt ihr auch ruhig die 15er oder 10er Version, dann droppt ihr auch, weil ihr mehr Versuche habt, kann der auch öfter droppen. Deshalb macht am besten die 15er oder 10er, die sind leichter und damit bekommt ihr besseren Drop zusammen, ja. So. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ich habe die Golden Pound Fähigkeit benutzt. Jetzt gucken wir mal, wie viel Arlong ausfällt. Ja, aushält der Arlong. Ja, der hält schon ein bisschen. Aber das sollte echt nur Problemo sein, denn ich habe hier auch gar keine blauen Slasher-Charaktere drin und trotzdem klappt das relativ gut. Ich hätte jetzt auch, ich sollte jetzt eigentlich auch nicht mit Mihawk aufhören, weil er halt diesen Bonus-Defizit hat. Deshalb können die auch einfach so machen, sodass die Stärkeren mit der höheren Kombo am Ende laufen und dann zack wird's gemacht. Hier bekommt ihr dann nochmal ein Skillbuch, mal gucken, was es ist. Und dann sind wir auch schon mit der Folge am Ende. Aber so eine 30er-Version ist halt immer gut anzugucken, wie gesagt. Und auch sowas, wo man hinarbeiten kann, wenn man noch so auf den etwas niedrigeren Leveln ist. Definitiv was Gutes. Guck mal, sogar ein Arlong-Skillbuch bekommen, das ist auch nicht schlecht. Benutzen wir dann mal, würde ich einfach mal sagen. Jupp, meine Box ist sowieso voll, warum auch immer. Ja, ich habe ein paar Units zu viel, so ganz normale Einheiten. Nee, dann nehmen wir doch lieber Arlong. Wo bist du? 53. Den sollte ich echt mal höher leveln, aber ich sollte mich erstmal auf. Ja, füttern wir ihn da rein, meine Güte. Der bringt sowieso nicht viel.
ist sowieso noch einer der ersten Generationen, sag ich jetzt, also so vom ganz Anfang des Spiels, eine Einheit. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann, Leute, und ciao. Nicht vergessen, falls es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben zu geben.